Deutsche YouTube-Szene. Dein Netzwerk für bestausgewählten Videocontent. Link in der Videobeschreibung. So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Blair Witch, ein neues, kleines, cooles Horrorspiel. Ich habe mir wieder mal... Ihr wisst, nichts dazu angesehen. Ich weiß, das Spiel ist in der Ego-Perspektive und es geht um das Thema der Blair Witch-Hexe. Wer kennt's nicht? Die Filme Blair Witch Project oder den Film Blair Witch, der vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist. Das Thema ist cool, aber es gab bisher, soweit ich weiß, nicht wirklich... Ich muss das Audio noch ein bisschen runterdrehen. Es gab bisher, glaube ich, nicht wirklich ein Spiel, was das Thema cool dargestellt hat. Aber Blair Witch, muss ich sagen, sah auf den ersten Bildern und kurzen Videoausschnitten, die ich so gesehen habe, ziemlich cool aus. So, jetzt werde ich mal das hier nochmal kurz nachregeln. Das ist immer schwierig, wenn man ein neues Let's Play anfängt. Kann man das mit dem Audio, mit dem Mischen immer so ein bisschen schwer beurteilen, weil ich nehme ja beides in einer Spur auf. Spielsound und jetzt geht mein Gamecat gerade nicht mehr. Das ist natürlich äußerst schade. Ne, geht aber nicht mehr. Okay. Jetzt geht's wieder. Egal. Blair Witch, Freunde, ich bin gespannt. Wir werden sicherlich viel mit einer Kamera rumrennen, so wie das Hauptmenü hier schon zeigt. Und es wird ziemlich gruselig, hoffe ich. Mal sehen, Freunde. Wir starten einfach mal neu in dieses Spiel und hoffen das Beste, dass wir nicht an einem Herzinfarkt sterben werden. Ich hoffe, das Game stemmt meinen Rechner noch gut, weil mittlerweile ist er echt betagt und ich hoffe, er schafft das alles noch. Bei neuen Spielen wird es nämlich langsam ein bisschen grenzwertig. Mal sehen. Geht es um Blair Witch Project? Ist die Studentengruppe aus Blair Witch Project, wenn es die Studentengruppe war, ist schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Aber wenn es darum geht, wäre schon geil. Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Peter Shannon. Hey,
Was ich mich gerade frage, ob wir wirklich einfach nur ein cooler Typ sind? Oh, das sieht ziemlich cool aus, das Spiel. Aber was ich auf jeden Fall mal gucke, ob ich es ausmachen kann. Es sieht ein bisschen aus, als gäbe es hier einen Motion Blur Effekt. Den mag ich gar nicht. Bewegungsunschärfe. Direkt aus. Getrennte Lichtdurchlässigkeit. LPV. Okay. Okay, ganz hohes Niveau hier, was die Grafikeinstellung betrifft. Und ob das jetzt besser geworden ist. Ja, das ist doch schon viel schöner. Sieht ganz nett aus, das Spiel. Hat einen ganz komischen Stil irgendwie. Ah, Sounds sind schon mal mega geil. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich... was unser Hintergrund ist, warum wir auch nach dem Jungen suchen, ob wir einfach nur ein cooler Typ sind oder der Junge uns irgendwie nahe steht. Was ist denn los, Hundi? Drücke, um zu interagieren. Oh. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hose zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nachdem wir suchen. Du erreichst Sheriff Laning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Crack. Okay, das wird direkt an uns gerichtet sein. Es ist sozusagen schon bekannt, dass wir uns hier der Suche anschließen wollten. Ah, wir sind gar nicht Anthony, oder wie? Okay. Haben wir irgendwie ein Inventar oder irgendwas? Mal gucken, ob ich irgendwie... Ne, scheint nicht so. So können wir schon mal zoomen. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr smooth, das Spiel. Okay, Peter Shannon vorne. Da ist er ja. Ist ja so lustig, wenn Peter Shannon einfach da in dieser Ecke sitzt. Und auf Rettung wartet. Looks like they have the whole forest covered. Ich gehe jetzt einfach mal in den Wald vorne. Was soll es? Ich finde den Grafikstil... Es sieht alles so in der Ferne so ein bisschen unscharf aus. Ne? Es hat einen coolen Stil. Es ist ein bisschen ungewohnte Optik irgendwie. Es ist sehr detailreich. Ab in den Blair Witch Wald, Freunde. Ab in den Blair Witch Wald. Come on, Bullet. Let's go find this kid. Mir hat lange kein Horrorspiel mehr so richtig Angst gemacht. Das letzte, was mir richtig Angst gemacht hat, war Cry of Fear. Und das ist schon eine ganze Weile her. Bullet. Ein cooler Name für einen Hund. Oh. Natürlich ist das Zeichen eingestanzt in den Wald. Wie soll es anders sein? Bin gespannt. Macht... Blair Witch. Macht einen coolen Ersteindruck. Hab ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch, Freunde. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, euch hier gemeinsam mir durchzuforsten. Aber guckt euch die FB... Ich meine, ich habe jetzt gerade... Ich schaffe hier gerade mit Aufnahme wirklich nur 40 Frames. Das habe ich in lange... Laning wird nicht erreichbar sein. Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Taste RB ist. Eigentlich doch die rechte Schultertaste. Ach so. Okay. Wähle Kanal 2 aus und rufe an. Channel 2. Alice, to base. Did you copy? Joining the search party. Alice, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time.
sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Also wir stehen nun auf... Sein Bruder, entweder ist schon jemand gestorben und der Junge ist sein Bruder. Und der, der gestorben ist, stand uns nah. Ich habe den Zusammenhang gerade nicht so richtig begriffen. Auf jeden Fall stehen wir irgendwie in Verbindung zu Peter. Aber das werden wir später bestimmt noch genau erfahren. In welchem Zusammenhang genau. Ich muss sagen, das sieht mega authentisch. Das ist ein mega authentisch wirkender Wald. Wenn ich das jetzt mal direkt mit einem Outlast vergleiche, gut, da rennt man viel in der Nacht rum, aber das sieht mega gut aus. Guck dich mal den Boden an. Ich finde das mega geil. Das Geäst, übelst authentisch sieht das einfach nur aus. Gefällt mir sehr. Ich muss sagen, wenn ich die Optik auch so sehe, ist klar, dass mein Rechner das nicht mehr so krass stemmt. Dass ich hier gerade mal so die 40 FPS erreiche. Oh hier. Oh. Geiler Lichteffekt. I love it. Ich finde ich echt gut. Drücke LB, um Bulle zu rufen. Okay, der Hund ist sozusagen wirklich ein Companion, so wie es aussieht, das ist Bullet. Ein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Höre auf sein Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnt dich als erstes vor Gefahren. Aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihnen fertig zu werden. Denk daran, wie du ihn behandelst. Kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Bleib immer in seiner Nähe. Länger andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Okay, cool. Falls du Bullet aus den Augen verlierst, drücke LB, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schau ihn an und halte LB für das Befehlsrad. Okay. Erstmal ein bisschen. Ach, ich soll den Suchbefehl machen. Such. Komm schon. Nimm die Fährte auf. Show me the way. Ist ja mega geil. Das gefällt mir. Habe ich das so in dem Spiel schon mal gehabt? Oh, was haben wir hier? We're looking for Peter, not the search party, buddy. Was? Was? Hund? Wo? Was? Wer? Cool, die Sounds, ne? Mega, mega süß. Mega süß. Das mag ich doch sehr. See if you can find something, buddy. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. Probably just a raccoon, but, yeah. Nothing there, huh? I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Ja, die Steuerung. Taschenlampe? Es ist schon cool gemacht. So, a night in the woods. Just like old times, huh? What, the students? I sure as hell hope not. We had twice the manpower back then, a friggin' helicopter, and we still didn't find squat. This will be different. Yeah, I hope you're right. Over and out. Das macht wirklich Spaß, ne? Man nennt das Funkgerät, kann das richtig bedienen. Die Leute antworten dir. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Can anyone hear me? Warum antwortet niemand mehr? Hello? Anybody there? Ah. Das ist schon komisch. Okay. Ich weiß, ich habe gerade null Orientierung. Hündchen, komm. Hündchen, komm. Ich fühle mich sicher an deiner Seite. Bleib bei mir. Genau, bleib schön bei mir. Es wird langsam dunkel. Ich muss sagen, der Beginn des Spiels... Guck mal, ich hätte jetzt auch einfach da lang laufen können. Es fühlt sich so wie Open World an gerade. Aber wir haben ja hier diese Markierung an den Bäumen. Orientierung. Am Ende müssen wir wahrscheinlich eh runter. Okay, wir haben eine neue Mail. Alter, was für ein altes Handy. Wie geil. Boop, boop, boop. Ich spiele. Ist das mega geil. Cobra Masters. Das ist Snake. Wir können Snake zocken. Ey, das werde ich so machen, wenn ich Angst habe. Ich
Für mich in irgendein Haus im Wald hocken und Snake zocken. Mal ehrlich, Freunde, dieses Tastengeräusch auch. Das ist ja mega lustig. Shooter Deluxe. Alter, ist das geil. Ey, das sind Details. Genau sowas, Freunde. Genau sowas im Videospielen. Ich liebe sowas. Man kann alles ändern in diesem Handy. Katze, Flugzeug, Auto. Auto ist gut. Klingelton. Fünfte Symphonie. Natürlich, die fünfte Symphonie. Tasten stumm geschalten. Mega geil. Anrufverlauf. Ey, das ist so cool gemacht. Man einfach dieses Handy bedient. Ich mag das total. Messages. Well, I did say I'd call. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Happy Halloween! Verwende die Kreide in deinem Rucksack, um Bullet angemessen zu verkleiden. Die Kreide? Sehr vorsichtig da draußen. Okay. Ey, das ist mega cool mit dem Handy. Muss ich ehrlich zugeben. Warte mal, wie viel Akku haben wir ja nicht noch? Voll. Ich kann wetten, der geht im Spielverlauf, wird er auch leer. Einfach weil es mega geil ist. Ein sehr authentisch wirkendes Spiel bisher. Ich hoffe, die Entwickler verkacken es nicht durch irgendwelche nervigen Sachen. Hast du was gefunden, Bullet? Oh, Bullet. Und das ist ein Kaffeebecher? The world's not your goddamn trash can. Bullet? Bisschen loben den Jungen. Oh, so ein hübscher. So ein feiner. Errungenschaft freigeschalten. Braver Junge. Yeah, good dog. Goodbye. Das ist fucking niedlich. Das ist detailverliebt und niedlich einfach. Das ist einfach cool. Dass man hier so einen Companion hat. Bullet? Komm schön wieder her. Stick close to me. Oh, Mann, ein Tümpel. Ich hab wohl die Markierung verloren, ne? Ace hat die Markierung verloren. Die Sounds, wenn man durchs Wasser läuft. Da ist wieder eine Markierung. Bleiben auf dem Wegen. Die Bullet andauernd weg ist. Da kommt er ja, guter Junge. Er soll mal bitte suchen. Bullet, search. Weil irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen verirrt. Muss ich ehrlich jetzt schon zugeben. Ich finde der Junge ja irgendwas. Nothing here. I should look somewhere else. Oh, hier ist nichts. Wir gehen einfach mal straight weiter. Das Spiel wird mich schon auf den richtigen Weg locken. Was ist, wenn ich hier einfach straight durch den Busch renne? Not this way. Ja, hier ist dann mal Schluss. Sieht alles so derartig offen aus, ne? Da denkt man, man kann hier überall hin, aber... Irgendwo sind sie dann doch, die Geisterwände. Was ist denn los, Bullet? In dem Raben wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist er noch ein bisschen wegen dem Raben ausgerastet. Wegen der Krähe. Klingt auch mega räumlich alles. Also soundtechnisch haben sie sich in dem Spiel wirklich... Habe ich selten gehört, sowas Gutes. Also für alle, die das Let's Play schauen, ich weiß nicht, ob die Aufnahme das so cool rüberbringt. Setzt euch mal Kopfhörer auf, das klingt wirklich alles mega cool. Also wie gerade kommt mir das vor? Jetzt würde ich im Kreis laufen. Was ist denn los, Bullet?
Ich renne hier die ganze Zeit hin und her, das nervt. Hier ist doch nix. Come here, boy. Was ist denn hier? Geht hier ein Weg rein? Was ist denn das? Eine Zigarettenschachtel. Wahrscheinlich nicht. Wo geht es nur lang? Wir sind gerade, ich bin mir dessen sicher, wir sind gerade einfach nur eisekalt im Kreis gerannt. Alter. Jetzt komme ich nicht mal an diesen Scheiß. Hätte man ja auch noch irgendwie drüber laufen können. Ja, überall, wo die Zeichen sind, haben sie also schon gesucht. Okay. Ich finde hier absolut keinen Weg mehr. Und hier sind wir gekommen, ne? Ich muss mal... Achso, vielleicht müssen wir zurück und dann nach links da, wo ich schon dachte, dass wir lang müssen. Es gibt auf jeden Fall auch ein Stamina. Gerade sind wir ein bisschen erschöpft. Was ist denn los? Heal. Schön bei mir bleiben, Bullet. Warte mal, sind wir hier gespawnt? Sind wir gespawnt, oder? Ah, Bullshit. Ich bin so schlecht. Ey, man hat wirklich... Es ist schon... Ist ja auch in der Wirklichkeit ein bisschen schwierig, sich in den Wäldern zu orientieren. Man rennt da schnell mal im Kreis. Und ich merke gerade, dass mir das selbst in so einem Videospiel passiert. Dass ich hier ein bisschen verloren wirke. Hier geht nur der eine Pfad lang. Und dann sind wir in diesem großen Areal, wo ich gefühlt... Bleib jetzt straight auf diesem Weg. Da muss es doch lang gehen. Das ist doch das Ziel. Mal hinten ist es so schön hell. Da ist ein riesiger Stein, da waren wir noch nicht. Alles mit dem Licht. Das kommt schon mega cool. Und bisher habe ich nur Lob für dieses Spiel. Hallo? Ich werde jetzt nochmal gucken. Walkie-check. The handle is Ellis. I'm joining the search. Oh, you gotta be shitting me. Hey, that's enough, boys. He's here to help. Yeah, good check. Welcome aboard, Ellis. Thanks. I'll stay behind, double check the area. Yeah, you do that. Over and out. Ich soll hier also das Gebiet nochmal durchsuchen. Such. Such, Bullet. Wenn du jetzt da hinten wieder eine Zigarettenschachtel findest, dann muss ich dich, glaub, mal tadeln, Kollege. Nee, hier ist einfach nur ein Kreis, ne? Ist einfach nur ein Kreis. Nah, not this way. Okay. No, they already went through there. Okay. Oh, eine Feuerstelle. Oh, was Neues. But, yeah, you never know. Ist schon nicht zu sein, okay. Ich überlege gerade so ein bisschen, was das Spiel von mir will. No, they've already searched this area.
Das ist mir bewusst, das sehe ich an den Markierungen, aber ich weiß trotzdem nicht so richtig, wo ich lang soll. Well, they've already searched this area. Danke. Danke für den Hinweis. Jetzt gehe ich wieder zurück. Das ist doch scheiße. Mann, den Weg hier kenne ich doch. Das ist doch nicht euer Ernst. Alter, bin ich wirklich zu behindert, die ersten 10 Minuten dieses Spiels auf die Reihe zu kriegen? Das ist ja mal mega ätzend. Also so ein bisschen eine Richtung hätte man schon vorgeben können. Ich meine, es... Anyone? This is Ellis. Over. Can anyone hear me? Okay. Die Taschenlampe bringt uns jetzt erstmal nichts. Der vorne ist mir so unangenehm. Jetzt erinnere ich ja schon den dritten Kreis. Es ich muss zurück, oder? Das. Man bleibt doch wieder in jedem Baum hängen. Hier ist nichts. Ich bin jetzt den Kreis dreimal gelaufen. Es macht keinen Sinn. In der Mitte ist ein Tümpel. Kommen wir hier irgendwo durch. Ist hier auch alles so dick. So ein Dickicht. Man kommt ja nirgends hier durch. Oder soll ich hier in dem Gebiet unbedingt irgendwas Bestimmtes finden? Nothing here. I should look somewhere else. Oh, you got nothing? Gut, also dieses Gebiet hier können wir, glaube ich, echt abhaken. Oh, eine Höhle. Eine Höhle, eine Höhle, eine Höhle. Bullet! Bullet, komm. Such mal hier. Guck mal hier, schnüffel mal hier. Come on, look around, boy. Go get it. Was ist das? Was hast du da, Bullet? Was hast du in dieser Höhle? What'd you find? Aren't you a handsome boy? Wow, das ist sein Basecap. Now's not the time. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Here, boy. See if you can find it. Good boy. Now show me. Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Okay. Bravo, junge Bullet. Dann folge mal der Fährte in den dunklen Wald. Bullet, wait up. Oh. Es war ja klar, dass sowas passiert. Schon ein bisschen düsterer Bereich des Waldes. Alles ein bisschen... Sieht alles ein bisschen tot aus. Aber Freunde, ich würde sagen, dass wir diesen dunkleren Abteil des Waldes in der nächsten Folge erkunden. War ein bisschen langweilig, die erste Folge, ich gebe es zu, weil ich ziemlich lange im ersten Gebiet rumgesucht habe, wie sie mal diese Höhle gefunden habe. Aber da halt alles so authentisch aussieht, muss man halt wirklich suchen. Ist jetzt kein leuchtender Glotz in der Mitte der Map, den man einfach sieht und darauf zurennt. Man hat auch keinen Pfeil oder sowas. Man muss wirklich selber suchen. Ist auf einer Sicht cool, ist für ein Let's Play ein bisschen, aber, naja, gut, haben wir halt eine halbe Stunde ein bisschen im ersten Waldabteil rumgesucht. Auch nicht schlimm. Freunde, wir sehen uns wieder in Folge 2 mit Blair Witch. Ich freue mich ein bisschen auf das Game, ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss, bis dann.